Das ist einfach nur schwarz. Ich wünschte, ich könnte immer nachts schlafen. Schlafe immer tagsüber. Ja, irgendwann braucht der Körper auch Schlaf. Aber ich kann verstehen, dass man das nicht so gerne am Tag machen möchte. Die muss ich sogar anders machen, weil ich hier keinen Querbalken jetzt drin habe. Warum auch immer. Tschüss. Aber ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, wir gehen mal pennen, damit es wieder Tag wird. Dann ist der Monitor sehr hell eingestellt, dass du alles siehst. Bei mir ist das mega dunkel. Ah, die Brücke, ne? Ich liebe sie. Ein Biberdamm. Vielleicht ist ein Fernseher allgemein heller als ein PC-Monitor. Das kann gut sein. Jedes Endgerät ist ja sowieso anders. Also ich versehentlich in einen Stamm in den Schritt gerammt. Es könnte sein. Ups, falscher Knopf. Hallo Pirate Girl. Warum wird's mir nicht angezeigt? Ah, jetzt. Hä, Twitch, was ist mit dir? Warum ist Twitch so kaputt? Es wird immer schlimmer. Queen Lorel, danke für den Raid. Was war das? Das war der Raid-Alert. Irgendwie geht gar nichts mehr. Ganz komisch. Dankeschön für den Raid. Was gab's denn Schönes bei euch?
Schlong. Rollt runter. Rollt runter. Egal, was gleich passiert, ich bin unschuldig. Ah, ja. So, so, Pirate Girl. Dankeschön. Sehr lieb. Dead by Daylight gab's. Oh, geil. Eher Survivor oder Killer? Ja, ich spiele den Baumstamm-Hol-Simulator und den Erschreck-Simulator. Ja, Survivor, sehr geil. Ich hoffe, du hattest gute Runden. Ja, hier läuft's. Ich bin gerade so mal wieder hier angekommen. Wir sind nämlich den ganzen Tag hier rumgelatscht. Auf dieser kompletten riesigen Map. Ich wurde sehr oft erschrocken. Erschreckt. Ich kann nicht mehr reden, ich bin müde. Sie survived hier auch. Ja, kurzer Herz. Herzkasper. Wenn es hier dunkel wird, dann ist es auch wirklich dunkel. Und dann kommen Mutanten, greifen dich an und so eine Scheiße. Boah. Nee. Und mein NPC Kelvin ist irgendwie verschwunden. Der ist immer noch irgendwo da vorne. Naja, der schafft's schon. Irgendwann. Ist er dann hier. Glaube ich. Hoffe ich? I don't know. Wow, alles kaputt. Doppelte Geräusche. Gabi, danke für den Restart im 38. Monat. Du musst einfach mal mehr Horror spielen, Lisa. Du bist aus der Übung. Nee. Die Sounds sind einfach nur laut. Pa! Ich habe Stream mit Horror angefangen. Ich habe sehr viele Horrorspiele hintereinander gespielt. Nur Horrorspiele. Weil ich mich dadurch besser ablenken konnte. Ich spiele schon noch Horror, aber nicht mehr so viel, weil es gibt auch andere Spiele. Ihr seht doch selber, was alles rauskommt. Die nächsten Monate werden nicht besser und auf meiner Planliste ist auch noch einiges. Es liegt halt einfach auch daran, dass im Moment keine Gameflaute ist und ich alles abarbeiten muss. Richtig schlimm. Kam nicht mega viel starker Horror. Das auch. Außerdem kommt bald Resident Evil 4, das Remake. Ja. Ja, das spiele ich schon. Kann man jetzt vielleicht als Horror sehen. Es ist zwar jetzt eher nicht so, aber ich erschrecke mich trotzdem. Und ich kenne es zwar schon von früher. Bin mit Resident Evil aufgewachsen. Ah, trotzdem. Ich werde mich da auch erschrecken. Genauso wie in diesem Spiel hier. Weil ich sehr schreckhaft bin. Fühl ich. Wenn ich Horror will, brauche ich nur vor die Tür gehen. Wow. Aber kann ich nachvollziehen, ja. Hallo, Zero2. Der Anime-Charakter. Hab gestern mal QT gesehen, wo Chloe gesagt hat, sie wollte es lauter und dann kam der Donner. Ja, das war so übel getimed von ihr. Ne? Das war schon böse. Real Life Horror. Ja, ich kann's verstehen. Ich finde Einkaufen immer ganz, ganz schlimm.
hier. Spitzen wir mal hier wieder die Sachen an. Nein, nicht den Anime-Charakter. Mein Name wurde von Darling in the Franks geklaut. Ah, okay, ich verstehe. Frech. Ich von denen. Dass sie einfach deinen Namen klauen und das den Charakter da geben. Sollen wir die hauen gehen? Ich hab eine Axt. Queen Lorel, danke für den Follow. Arigato. Mieser Ninja. So, ich habe mal meinen Namen geändert. Was war jetzt vorher der Name? Warte, verwirrt mich nicht. Was war jetzt vorher der Name? Ich hab's nun aber direkt ins Bettchen. Wünsche euch noch viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Ich muss... oh, ist es schon 1:15 Uhr? Ich kann's... Ja, gut. Schlaf schön. Danke für den Raid und so. Vorher war ja Mr. Eremiten-Ninja. Ach so, okay. Jetzt, okay. Ich bin müde. Ich check gar nichts mehr. Passt, ich habe dich immer Ninja genannt. Die scheiß Möwe, ne? Die geht an mein Fleisch. Die dumme Sau. Lecker. Möchte jemand runzeliges Bein? Cool. Wir haben ja eh Hunger. Aber ich mache erstmal das vergammelte Fleisch hier weg. So, essen wir mal. Ach ja, die ganzen VTuber sagen, ob ich der Berg-Eremit bin. Habe ich mal umgeändert. Ah, okay, jetzt... Oh, wow. An den hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Tatsache. Ja, kann ich verstehen, wenn man das, wenn man was anderes damit meint. Ist das Menschenfleisch? Ja. Wir sind hier auf dieser Insel... abgestürzt. Kelvin, oh mein Gott! Wo kommst du denn her? Willst du mich verarschen? Das steht einfach neben mir! Ist denn cool? Rennt los! Bleib hier. Kelvin! Kelvin, wo warst du denn? Mann, Hohlstämme und... fallen lassen. Du darfst direkt arbeiten. Du darfst jetzt keine Pause machen. Sehr gut. Er sieht so aus, als ob er gleich umfällt und stirbt. Kelvin! Du nimmst jetzt die Baumstämme, die ich da hingelegt habe. Oh mein Gott. Wir haben nie gesagt, dass ihr es hinkriegt. Naja. Okay. Ich gehe Bäume fällen. Das heißt, er ist gesund, ja. Körperlich vielleicht, geistig nicht.
Ja, zu viel Tokyo Ghoul Manga gelesen. Hab auch demnächst eine Aktion Cosplay. Du machst Cosplays, das ist geil. Das ist schön. Ich finde Cosplays immer sehr, sehr interessant. Irgendwas ist wieder am Boden reingefallen, toll. Ich hab schon so wenig Bäume hier. Zerotur, danke für den Follow. Herzlich willkommen bei den Menschenfleischkennern. Oder so. Aber keine Sorge, euch esse ich nicht. Ich habe auch mal ein Arakan-Cosplay gemacht. Oh, geil. Ich finde Cosplay richtig, richtig cool. Einfach so komplett die Monturen nachbasteln und die Waffen und... voll geil. Selbst wenn man nur jetzt die Kleidung und so kauft und sich dann halt trotzdem als den Charakter verkleidet, finde ich auch richtig cool. Ich kenne ein paar Leute, die du gern braten kannst. Nun. Und Chico, danke auch für dein Follow. Oh yeah. Toll. Ich habe schon da Besuch. Waren die auf meinem Turm drauf? Oh, wie, ihr wart auf meinem Turm drauf? Das geht gar nicht. Wie hat der das gemacht? Der war eben auf meinem Turm drauf. Das ist mein Safe Spot. Nein. Kelvin, bleib hier, du musst Holz holen. Ja gut, die Spacken sterben eh an meinen Pikern. Lauf rein. Ich hab gesagt, du sollst ruhig sein. Da war da noch jemand. Wo ist der? Oh, tot. Warum komme ich eigentlich hierher? Die haben sich jetzt eh alle hier umgebracht an den Pikern. Ne? Find ich gut. Jetzt sein Safe Spot. Niemals! So, immer her damit. Kelvin, kannst zurückkommen. Du hast Arbeit. Ja. Kelvin, du sollst nicht auch in die... War wohl das leckerste Stück. Yep. Ich glaube auch. Er hat sich anders verdient. Ich würde so gern aber nochmal in die Höhle gehen. Also nicht gern, aber würde ich vielleicht gleich mal machen, weil es schon spät. Aber dass ich wenigstens schon mal etwas Baumvorrat habe.
Das wird jetzt geklippt, ne? Ja. Kevin ist auch ein Kannibale. Das sowieso. Kevin ist alles. Ob das Absicht war? Ich weiß nicht, was du meinst. Da sind doch ein paar durchgerutscht. Nicht nur ein paar. What the fuck? Kann ich das irgendwie zumachen? Ja, so meinte ich das nicht, aber okay. So meinte ich das auch nicht, aber okay. Egal, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich mache jetzt gar nichts. Ich lager die jetzt ein. Such noch nach Batterien und dann gehe ich in die Höhle. Vielleicht beim nächsten Mal. Weil wenn man mir das jetzt sagt oder vorschlägt, dann arbeite ich dran und vergesse genau das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich, so eine Querbalken reinmachen. Also so schräg. Aber hat der irgendwie nicht gemacht. Los, Kevin, renn! Die hat er nicht wirklich gemacht, aber okay. Nur zwei Baumstämme in die Fresse reichen wohl nicht. Ich glaube auch. Ich muss ihn den ganzen Wald auf den Kopf fallen lassen. Ich glaube, anders versteht das nicht. Aber hey, er macht immerhin schnell weiter.
Eigentlich kann ich ja... Geht das nicht mehr abbauen? Doch. Ecke kann ich eigentlich abbauen. Oh nein. Ich bekomme Besuch. Ah! Kill will reden! Gummihannes ist da! Oh nö! Kommt der jetzt hier? Wo ist er? Hängt er irgendwo fest? Ist er in den Boden gebackt? Von hier oben sehe ich aber, dass ich dann noch nach der Seite noch ein... Und... Der ist irgendwie verschwunden. Okay. Ich glaube, der hat sich in den Boden gebackt. Oder der überrascht mich jetzt. Er ist in meinem Haus. Kevin, renn! Kevin, renn! Oh, wie assi! Nein, nicht runterfallen. Nein, ich schwebe! Fuck! Nicht! Kannst du bitte wieder nach oben gehen? Der kommt gerade her. Vielleicht steht der hinter dir und flüstert dir ins Ohr. Halt die Klappe. Das Problem ist, der kann sich so lang machen, dass er dann hier oben ist, ne? Bitte, ja, hilf mir! Trete mit deinen drei Beinen. Nevermind. Okay. Ich habe nicht mal gemerkt, dass er gestorben ist. Die Pika des Todes, ich sag's ja. Sind die besten. Besten Pika ever. Essen? Du legst sie genau in die Pika rein? Ist es dein Ernst? Virginia, ist es dein fucking Ernst? Hast du dich jetzt gerade... Und Randbüder hinterher. Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du bist voller Blut. Das macht mir ein bisschen Angst. Ne? Aber ich kann denen immer noch nichts geben. Es tut mir leid. Ja, es ist gut, dass ich dir nichts geben kann, ne? Du liebst uns trotzdem. Aus halb nackt. Sie ist auch eine Mutantin. Sie... Also, sie war wahrscheinlich nicht immer eine Mutantin. Aber irgendwas muss passiert sein. Dass sie jetzt auf einmal drei Arme und drei Beine hat. Und nicht reden kann.
Ah, Mist, fehlt mir was. Okay. Oh, jetzt habe ich es gegessen. Cool. Ich bin so ein Genie. Kann ich sprechen, ne? Also nur so Töne von sich geben. Das war's aber. Okay. Nee, ich kann dir irgendwie gar nichts geben. Habe ich schon mehrfach probiert. Und hallo Stahlbeton. Irgendwie nicht. Ich glaube, das würde dann auch komisch aussehen, wenn sie oben rum was anhat und dann unten rum sieht es aus, als ob sie nackig wäre. Vielleicht gibt es Kleidung für sie, weil ich kann Calvin auch Kleidung geben. Also ein Pulli. Aber ihr irgendwie nicht. Vielleicht kann man da was für sie finden. Weil ich kann ihr ja auch Sachen geben. Mal gucken. So. Calvin hat schon da keinen Bock. Wie immer. So. Die lagere ich jetzt noch ein oder nutze sie? Mal gucken. Oh, da liegen ja auch noch welche. Calvin hat es geschafft. Hurra!
Ja, so eine Mauer ziehen ist echt übel. Wer macht da schon der Krach? Kevin, ich brauche das.